Hallo, 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 kommt mal wieder zum Handbadewagen. Hierher, vielen, vielen Dank. Keine Angst, geht gleich weiter mit der Musik. Hinter mir seht ihr den Bundesrat. Auch wenn viele von euch es vielleicht nicht wissen, aber hinter dem Gebäude wird eine Menge drogenpolitischer Quatsch gemacht und kein Mensch kümmert sich drum. Nicht mal wir Legalisierer, die wir eigentlich müssten, kümmern uns genug darum, dass die Ländervertreter in diesem Haus 50% Mitschuld an der Prohibition haben. Und das wollen wir ändern. Das ist einer der Gründe, warum wir dieses Jahr eine neue Strecke gewählt haben, um dem Bundesrat zu zeigen, dass wir es den Ländern nicht mehr länger durchgehen lassen. Ich weiß, die Länder haben viel Interesse daran, ihre Polizisten beschäftigt zu halten. Aber es gibt, weiß Gott, viele, viele Sachen, mit denen die sich besser beschäftigen können, als harmlose kleine Hämpflinge zu ärgern. Weil das hinter mir im Zweifel ein noch viel politischeres Gebäude ist als die CDU-Zentrale, gibt es jetzt hier auch zwei Profi-Politiker zu hören. Keine Angst, das heißt nicht automatisch, dass sie euch belügen. Es gibt auch noch andere Politiker. Als erstes begrüße ich jetzt einen alten Bekannten von der Handparade. Der hat schon viel mit euch mitgemacht, wurde sogar schon mit Gegenständen beworfen, obwohl er gar nichts dafür konnte, was seine Partei damals gemacht hat. Nehmt es ihm nicht übel, er ist ein Grüner. Thibo Harrach, Pharmazeut, Gutachter vor Gericht und aktiver Kopf der Landesarbeitsgemeinschaft Drogen bei Bündnis 90 Die Grünen. Einen dicken Applaus für Tibor, bitte. Ja, vielen Dank, Steffen. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr dieses Jahr wieder so zahlreich erschienen seid, damit wir hier alle zusammen für die Legalisierung von Hanf demonstrieren können. Nachdem wir in den letzten 15 Jahren das Gefühl hatten, wir würden gegen Windmühlen kämpfen, ist mittlerweile in der weltweiten Hanflandschaft so einiges in Bewegung geraten. In den USA, dem Mutterland der Prohibition, haben einige Staaten, wie zum Beispiel Colorado, es ermöglicht, dass man Hanfprodukte legal erwerben kann. In Spanien, Portugal und Belgien haben sich Cannabiskonsumenten zu Cannabis-Social-Clubs zusammengeschlossen, um gemeinsam für den Eigenverbrauch von Hanf anzubauen. Und in Uruguay hat das Parlament mit absoluter Mehrheit beschlossen, Cannabis zu legalisieren. Damit wird Uruguay das erste Land der Welt sein, in dem Cannabis vollständig legal sein wird. Da stellt sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich in Deutschland? Und wie Steffen schon gesagt hat, der Ort, an dem wir hier diese Frage aufwerfen, ist gut gewählt. Denn fast alle drogenpolitischen Entscheidungen, die in Deutschland gefallen werden, die müssen im Bundesrat passieren. Das letzte Mal, dass sich der Bundesrat mit Cannabis beschäftigt hat, das war im Jahr 2011. Damals wurde Cannabis in den Anhängen des Betäubungsmittelgesetzes so umgestuft, dass es Ärzten ermöglicht wird, Fertigarzneimittel auf Basis von Cannabis auf Betäubungsmittelrezept zu verschreiben. Mittlerweile gibt es ein einziges Medikament. Leute, das ist bei weitem nicht ausreichend. Aber eins steht fest. Das Haus hier hinter uns, der Bundesrat, da wird irgendeinmal der finale Akt in der deutschen Hanfpolitik stattfinden. Und das Ungetüm wird sich nennen Betäubungsmittelgesetz, Änderungsgesetz. Und sein Inhalt wird lauten: die vollständige Streichung der Pflanze Hanf aus sämtlichen Anhängen des Betäubungsmittelgesetzes. Applaus
aber jetzt in die Niederungen des Jetzt und Heute und Hier. Was passiert zurzeit in der deutschen Hanfpolitik? Eine Sache möchte ich hier lobend erwähnen. Da gibt es die Initiative der neuen Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Monika Herrmann heißt sie. Sie kommt von den Grünen, also von meiner Partei. Und sie setzt sich dafür ein, dass am Görlitzer Park und an der Hasenheide Coffeeshops eröffnet werden. Was für Vorteile hätte das? Nur bei einem regulierten Verkauf von Hanfprodukten kann der Jugendschutz eingehalten werden. Kriminalisierte Dealer können sich keinen Personalausweis zeigen lassen. Durch den kontrollierten Anbau von Hanf und lassen sich hochwertige Hanfprodukte mit definiertem Wirkstoff und frei von giftigen Streckmitteln verkaufen. Dadurch können gesundheitliche Schäden vermieden werden und reflektierter Konsum ermöglicht werden. Bereits vor dem Erwerb können in solchen Coffeeshops Konsumenten Informationen zu den Wirkungen und Nebenwirkungen der verschiedenen Hanfprodukte erhalten. Durch die Sensibilisierung des Verkaufspersonals für problematischen Cannabiskonsum kann Konsumenten, die beginnen, einen abhängigen, problematischen Konsum zu entwickeln, vielleicht psychisch auffällig werden, sehr frühzeitig Unterstützung und Hilfe angeboten werden. Auch die sollten wir nicht vergessen, denn die sind derzeit die eigentlichen Opfer dieser Drogenpolitik. Dadurch, dass der Handel mit Cannabis unter geordneten Verhältnissen stattfinden kann, wird der Wildwuchs, wie er zum Beispiel im Görlitzer Park von Anwohnerinitiativen oder den Medien bemängelt wird, ein Stück weit eingedämmt. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass Drogenpolitik kein Allheilmittel für alle Versäumnisse in der Asyl- und Sozialpolitik sein kann. Diejenigen, die skandalisieren, dass Asylbewerber illegale Drogen verticken, die sollen gefälligst erstmal dafür sorgen, dass Asylbewerber hier bei uns legal arbeiten dürfen. Auf jeden Fall wird die Eröffnung von Coffeeshops ein wichtiger Baustein sein, um die Situation in öffentlichen Parkanlagen zu entspannen und eine neue Drogenpolitik voranzubringen. Bei dem nächsten Schritt in die richtige Richtung in der Drogenpolitik seid ihr aber erstmal gefragt. Am 22. September ist Bundestagswahl. Bitte daran denken. Nur mit anderen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag lässt sich in der Drogenpolitik wirklich etwas verändern. Die derzeitige Koalition aus CDU, CSU und FDP blockiert jede drogenpolitische Innovation. Auch darum gehört sie abgewählt. Liebe Leute, schaut euch bitte die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien gut an und geht am 22. September bitte wählen. Bündnis 90 Die Grünen setzen sich jedenfalls für die vollständige Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten ein. Wir wollen den legalen Verkauf von Hanfprodukten, zum Beispiel in Coffeeshops, ermöglichen und den Anbau zum Eigenbedarf freigeben. In diesem Sinne möchte ich euch zum Abschluss meiner Rede an das Motto der diesjährigen Hanfparade erinnern. Unsere Wahl, Hanf legal! Danke! Tibor Harrach, LKW-Drogen bei Bündnis 90 Die Grünen hier in Berlin. So, und bevor wir jetzt quasi eine Gegenrede vom Simon Kowalewski hören, haben wir da noch eine kleine Aktion mit den Luftballons vor. Ihr wisst vielleicht, wir machen die Hanfparade nicht nur für heute, sondern wir wollen damit Aufmerksamkeit auch bei jenen erwecken, die jetzt vielleicht noch nicht hier sind, die uns nur durch die Stadt wandern sehen oder die morgen in der Zeitung davon lesen. Und genau wie diese Ballons Menschen erreichen werden, die wir nicht kennen, so wird auch die Botschaft von der Legalisierung jeden Tag ein paar Menschen erreichen, die heute noch nicht damit gerechnet haben, morgen Hanffreunde zu sein. Deshalb schicken wir die Ballons jetzt mit einem gemeinsamen I get high auf die Reise. Auf 3, 1, 2, 3, I get high!
Nee. So, die Grünen sind einen langen Weg durch die Parlamente gegangen. Seit 1982 versuchen die schon, die Politik zu ändern. Und so richtig erfolgreich waren sie nur in sehr engen Bereichen. In der Drogenpolitik leider längst nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Deshalb ist es sehr vernünftig, dass es andere, jüngere Parteien gibt, die die Grünen da vor sich hertreiben. Ein Stachel im grünen Fleisch ist die Piratenpartei. Und hier in Berlin haben wir die angenehme Situation, dass die Piraten im Abgeordnetenhaus mitsitzen und aus den Parlamenten heraus eine bessere Politik propagieren können. Deshalb möchte ich jetzt den Simon an meiner Seite begrüßen. Simon Kowalewski, suchtpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Viel Spaß. Ja, danke Stefan. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer der Hanfparade 2013, alle vielen, vielen Tausend, schön, dass ihr da seid und zeigt, dass Drogenpolitik kein kleines Randgruppenthema ist, sondern Menschen quer durch die Gesellschaft berührt. Das macht mich wirklich richtig glücklich. Zusammen rocken wir die Legalisierung. Seid ihr durstig? Also, es darf euch hier leider niemand irgendwas zu essen oder zu trinken verkaufen, auch mitten im Berliner Sommer, bei so einer langen Demo-Route. Das hat nämlich die Versammlungsbehörde verboten. Genauso wie Menschen im Winter keine warme Kleidung brauchen sollen, angeblich, um zu demonstrieren, sollen sie im Sommer auch keine Getränke brauchen. Und das ist reine Schikane. Aber gut, dass es hier Menschen gibt, die einfach so essen und veganen Eiskaffee verschenken. Das zeigt uns nämlich, dass es gegen jedes unsinnige Verbot kreativen Widerstand gibt. Und davon lebt die Gesellschaft. Vielen Dank dafür. Aber trotzdem, die rechtswidrige Manipulation der Hanfparade durch die Behörden, die wir Jahr für Jahr erleben, muss ein Ende haben und dafür werden wir uns einsetzen. Letztes Jahr, da hatte die Hanfparade vielleicht so die Hälfte der Teilnehmer. Ich denke mal, wir sind heute locker 12.000 Leute. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir eine ganz andere Stimmung haben gerade. Letztes Jahr stand die Hanfparade im traurigen Schatten von einem Vorstoß von drei CDU-Senatoren hier in Berlin, die im Auftrag von Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger von der FDP den Eigenbedarfsgrenzwert absenken wollten. Wir haben damals klargemacht, dass das in Berlin nicht machbar ist und seitdem haben wir davon auch nichts mehr gehört. Dieses Jahr aber haben wir viel bessere Vorzeichen und einen echten Grund zu feiern. Die Legalisierung in Uruguay und in vielen anderen Staaten, einschließlich US-Bundesstaaten, steht vor der Tür. Die Lawine ist ins Rollen gekommen. Die Legalisierung überall auf der Welt ist in greifbare Nähe gerückt. Sogar grüne Bezirksbürgermeisterinnen und ehemalige Bezirksbürgermeister haben es jetzt schon irgendwie im Kopf, dass man ja mal einen Coffeeshop aufmachen könnte. Und hier in Friedrichshain-Kreuzberg, also nicht hier, sondern da in Friedrichshain-Kreuzberg, haben Grüne und Piraten die Mehrheit. Sodass wir da ein Leuchtturmprojekt vielleicht sogar starten können. Aber wir wollen mehr. Wir wollen einen legalen Anbau für Privatpersonen, für Anbauclubs und für kommerzielle Firmen. Wir wollen eine transparente Lieferkette von der Pflanze bis zum Verbraucher. Jede und jeder hat das Recht auf gutes Gras. Egal ob vom Balkon oder aus dem Spätkauf.
Wir wollen gute Qualität und große Auswahl an Hanfprodukten. Und wir wollen sogar Steuern dafür bezahlen. Statt weiter mit unseren Drogeneinkäufen den Waffen- und Menschenhandel zu subventionieren. Und wir wollen das nicht nur für Cannabis, sondern wir wollen das für alle Substanzen, die Menschen benutzen, um Erfahrungen zu sammeln, um sich besser zu fühlen oder einfach nur um Spaß zu haben. Und wir wollen, dass die Menschen, die heute gezwungen sind, Drogen im Park zu verkaufen, Arbeitserlaubnis und soziale Absicherung bekommen. Statt weiter in ständiger Angst vor einer Razzia oder der Abschiebung leben zu müssen. Da macht jetzt jemand die Musik an. Okay. Es ist ja sehr schade, dass hier niemand von der SPD oder der CDU redet. Und uns einfach mal sagt, warum das total sinnlose Betäubungsmittelgesetz, das ohne irgendeinen messbaren positiven Effekt unglaubliche Kosten verursacht und uns netten Menschen hier zu Verbrechern macht, nicht längst abgeschafft ist. Aber sie wissen genauso gut wie wir, dass es dafür kein einziges Argument gibt. In der Debatte um den Veggie Day haben diverse Parteien aus dem bürgerlich-konservativen Lager kommuniziert, dass sie keine Menschen bevormunden wollen. Also SPD, CDU, CSU, FDP, hört doch endlich auf, Menschen zu bevormunden. Niemand wird gezwungen, Gras zu rauchen. Dann soll auch niemand mit Repressionen gezwungen werden, es zu unterlassen. Wir sind mündige Menschen und wir können und wollen selbst entscheiden, was gut für uns ist. Also, gebt das Hanf frei! Und alles andere auch!